Ja, Glückwunsch an euch zum Sieg. Ich glaube, verdient auch in dieser Höhe. Ja, bevor wir dann aufwachen und im Spiel sind, dann da steht schon 1-0. Haben immer mal wieder eine Phase, auch in der ersten Halbzeit, wo wir dann gefährlich vors Tor kommen, wo wir auch ein paar Abschlüsse haben, die dann aber allesamt zu ungefährlich sind. Ferl immer wieder mit gefährlichen Angriffen, wo wir ja, viel zu wenig Gegenwehr haben, nicht uns so dagegen, nicht so dagegen gehen, wie man das muss. Und dann fällt kurz vor der Halbzeit das 2-0. Und naja, aus der Halbzeit kommen wir eigentlich auch ganz gut. Haben nochmal direkt eine dicke Gelegenheit, die auf der Linie geklärt wird. Das hätte der Anschluss sein können. Und dann, glaube ich, aber mit der roten Karte dann in Unterzahl haben wir nicht die Energie gehabt, nochmal wiederzukommen. Mit dem 3-0, glaube ich, dann am Ende war es dann auch durch. Ein verdienter Sieg für euch. Ja, alles Gute. Danke. Die Partie war echt so ein bisschen fies, dass wir in der zweiten Minute von Winko direkt auf einer wichtigen Position die gelbe Karte ziehen. Da habe ich echt schon so ein relativ schlechtes Gefühl gehabt. Aber dann mit Ron Belinski sein Treffer war es dann natürlich ein bisschen einfacher. Und trotzdem hat man gesehen, was die Mannschaft hier für eine Klasse hat von wen. Das heißt, sie wurden immer wieder gefährlich in Aktionen, haben immer gut den Ball laufen lassen. Dann ist natürlich das 2-0 von Mael, was er überragend macht mit dem Pass von Tom Bark in die Tiefe, genauso wie wir spielen wollen. War dann natürlich zum richtigen Zeitpunkt das 2-0 und das war halt so ein Dosenöffner für das gesamte Spiel. Das heißt, dann kommen wir gut aus der Halbzeit raus. Ja, und dann war es so ein 50-50-Spiel. Ich glaube, wenn wir da so ein Tor bekommen, dann kann so eine Partie auch nochmal kippen. Ähnlich auch mit der ersten Halbzeit mit dem Lattentreffer, der, glaube ich, beim Stand von 0-0 ist ja, glaube ich, schon passiert. Das sind halt ja so 50-50-Aktionen, die gerade für uns in unsere Richtung gehen. Ja, und damit bin ich sehr zufrieden, wie wir es da hinten raus runterspielen. Ich glaube, es hätte noch ein, zwei Tore höher ausfallen können, aber genauso wissen wir auch, dass wir halt auch ein, zwei Tore hätten kassieren können. Trotzdem glaube ich auch, wie mein Kollege schon gesagt hat, geht der Sieg wie heute in Ordnung. Für uns heißt es auch, den Sieg können wir jetzt nicht feiern. Das war eine Pflichtaufgabe, die wir so machen mussten, weil wir im Abstiegskampf sind. Das heißt, Klassenerhalt müssen wir alles unterordnen. Haben jetzt noch zwei wichtige Spiele. Das Gute ist halt, dass wir es in der eigenen Hand haben und das wollten wir auch niemals aus der Hand geben. Deswegen muss ich meiner Mannschaft heute ein Riesenkompliment machen, aber gleichzeitig muss ich auch sofort sagen, diese Leistung, die wir heute gebracht haben, müssen wir jetzt noch zweimal bestätigen. Und dann bin ich da sehr, sehr guter Dinge, dass wir auch nächstes Jahr in der dritten Liga sind. Euch wünsche ich alles Gute für diese Saison und auch für die nächste Saison. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Danke.